Ich habe noch nie jemandem etwas brutal in die Eier gescheppert. Ja, und ich habe tierisch Angst bekommen. Und er meinte, ey, so, du gibst mir jetzt deine Nummer und dann klären wir das so. Ich habe gedacht, boah, geil, heute mal über was anderes reden. Heute mal nicht Camshow. Lachen wir jetzt? Ist das jetzt zum Lachen? Nee, das ist, weiß ich nicht, ist zum Weinen, zum Schreien. Ach so, ich habe noch nie, spielen wir jetzt. Okay, ich habe noch nie länger als 3 Tage nicht geduscht. Auf dem Festival natürlich. Also... Ja, das ist mal passiert irgendwann im Leben. Ist auch gut für die Umwelt. Genau. Ich habe noch nie in einem öffentlichen Verkehrsmittel oder in einem Taxi gekotzt. Fällt mir jetzt spontan nicht eine Sache ein. Also Taxi wüsste ich noch, weil das ist teuer. Das, glaube ich, ja. An sowas erinnert man sich. Direkt sowas asozial. Ich habe noch nie über ein Baby gesagt, dass es süß ist, obwohl es offensichtlich hässlich war. Das ist so gemein. Bei Tierbabys ist es ja so, wenn die klein sind, sind sie alle süß. Bei Menschenbabys ist das nicht der Fall. So, sind wir mal ehrlich. Ich war auch ein hässliches Baby. Also ich war eine sehr klobige Nase, sehr wulstig alles. Stop it. Geh zum Herrn. Als ich so frisch rausgefluppt bin, war ich nicht ästhetisch. Ich habe gar nicht so viele Freunde, die bisher Babys haben. Ich bin schon Patentante. Oh. Also der ist jetzt 1,5. Ich hoffe, dass der das halt mal cool findet. So. Aber so die Eltern, die haben mich schon nach Baby-Merch gefragt, ob ich nicht Fiona Fuchs Baby-Bodies machen will. Mach das! Ja, ist das denn... Nee, ach aber so, ich du weiß nicht, so ob ich das vertreten könnte, wenn ein Baby... Mhm. Verstehe ich. Von jemandem mehr Verstehe ich. Merch anhat. Das ist auch nochmal was anderes, als wenn da Rezo draufstehen würde. Ja. Verstehe ich. Ja. So, ich habe noch nie beim Hex masturbieren. Ich sag's mal leiser, dann wird's nicht entmonetarisiert, wenn ich es nachher auf YouTube hochlade. Ich habe noch nie beim Sex oder masturbieren von meinen Eltern erwischt. Ah nee, wurde noch nie. Was? Ey, grammatikalisch ist das irgendwie nicht so ganz am Start. Ich wurde noch nie, glaube ich, meinen war hier. Ich bin mir relativ sicher, dass ich schon wurde. Ja. Von meinen nicht. Von anderen Eltern schon, aber von meinen Eltern noch nicht. Oha. Boah, da war ich bei einem damaligen Freund, Bekannten. Ja, dann kam der Vater rein, als wir gerade so mittendrin waren. Und anstatt halt wieder rauszugehen oder so beschämt schnell die Tür wieder zuzuschlagen, hat er gefragt, wollt ihr mit essen? Und wir so, Papa, raus! Aber das war todernst. Einfach so, wollt ihr mit essen? So. Crazy, Alter. Ich habe noch nie mit jemandem telefoniert, während ich am Kacken war. Hä? Immer. Ständig. Aua. Das passiert schon regelmäßig. Manchmal ist es so, je nachdem, mit wem ich spreche, dann beim Spülen auf Mute stelle, damit die nicht so sehr hören, dass ich am Kacken bin. Dass die nur so einen verhalten Raum hören. Aber das könnte ja auch ein U-Bahn-Schacht sein. Also ich telefoniere nur mit Leuten, die alle wissen dürfen, dass ich kacke. Ja, okay. Ich habe noch nie jemanden absichtlich eine falsche Handynummer gegeben. Klassiker. Alter, ich wurde einmal konfrontiert von, es ist eine lange Geschichte, aber es war so ein krimineller Dude, dem ich Geld geschuldet. Wie viel soll ich bezahlen? Das ist eine lange Geschichte. Und ich dachte eigentlich, also wir hatten so einen Proberaum bei dem, als ich in Wuppertal gelebt habe. Und das war halt alles nicht rechtlich okay, das nicht in irgendeiner Form. Da durften auch gar nicht solche Räume sein und das war alles so ein bisschen sass. Und dem haben wir halt extrem viel Geld einem 4-stelligen Betrag geschuldet. Und wir sind dann einfach abgehauen. In der Nacht- und Nebelaktion haben wir alle Sachen aus dem Raum genommen, sind abgehauen und haben uns nie wieder da gemeldet. Dieser Typ war so ein bisschen von dem Block irgendwie so der Don. Also irgendwie so, der hat so alles so im Griff gehabt, da so in diesem Bereich so. War halt schon so nicht schwer kriminell, so ein bisschen kriminell, so jetzt nichts, was irgendwie jetzt groß schwierig ist. Aber der stand dann plötzlich beim Bäcker hinter mir irgendwann. Nani? So ein halbes Jahr später, ich dachte, so ist alles cool. So, und irgendwann tippt mir jemand auf die Schulter beim Bäcker und ich drehe mich um und der Typ ist halt da. Und ich habe tierisch Angst bekommen und er meinte, ey, so, du gibst mir jetzt deine Nummer und dann klären wir das so. Und dem habe ich dann halt eine falsche Nummer gegeben. Ich weiß noch, dass ich ihm, weil ich so nicht vorbereitet war und so viel Panik hatte, habe ich ihm alle Nummern richtig gegeben, außer die letzten beiden. Ja, die habe ich vertraut. Weil so, sonst hätte ich das nicht innerlich geschafft in dem Augenblick. Und ich habe sogar mein Handy in der Hand gehabt und er hätte einfach nachgucken können. Er hätte mich ja kurz anklingeln können. Hat er aber nicht, weil er dumm war. Und ist dann einfach weggegangen so. Und dann habe ich ihn nie wieder gesehen. Oh, Glück gehabt, ey. Ja, ganz liebe Grüße an der Stelle. Puh. Ich habe noch nie das Verlangen nach Verkehr mit dem... Das ist sehr, das sind sehr sexuelle Fragen. Ich glaube, weil du heute hier bist, ist das ein bisschen... Das ist es, aber... Ja, ich schiebe die Verantwortung einfach von mir. Das brauche ich sehr, die Verantwortung von mir zu schieben. Das ist schon okay, dass Leute dann mich nur in dieser Bubble einfach sehen und nicht denken, dass ich auch noch zu irgendwas anderem in der Lage bin. Aber ich werde auch häufig darauf einfach beschränkt, dass ich so einen ästhetischen Astralkörper habe. Alle sagen, Rezo, der Sportliche, der Sixpack-Typ. Und das ist schon nervig, auch darauf reduziert zu werden. Ja. Wir beide leiden, ne? Wir beide haben so unser Ding. Also ich habe ständig das Verlangen.
Was Verlangen? Ich habe noch nie das Verlangen nach Verkehr mit dem gleichen Geschlecht. Ach so. Ja? Ja, das Thema hatten wir schon. Muss da man kann mal ich nicht gemacht Nein sagen. Haben, oder? Findest du? Also ich kann es nur empfehlen. Ich habe noch nie den Arsch nicht abgewischt, weil kein Klopapier mehr da war. Nee, man hat doch immer irgendwas zum Arsch abwischen. Dann ist es halt ein Taschentuch. Aber da. Man kann ja auch mal unterwegs Druck haben und merken so, scheiße, ich muss kacken, ich bin aber unterwegs. Hast du sowas noch nie? Ich bin nur zu Hause oder im Office in meinem Leben. Ich erlebe ganz wenig in meinem Leben. Sorry. Okay, früher, damals, als ich noch Sachen auch außerhalb von zu Hause gemacht habe und mal feiern gewesen war. Nächster Tag, also so quasi so Bierschiss-Tag. Ich dachte halt, boah, voll geil, ich war gestern saufen, ich gehe heute laufen zum Detoxen. So, bin losgelaufen, bin 1 Kilometer von zu Hause weg und merkst so, oh ne, scheiße. Oh nee. Muss ich weiter erzählen? Und das sind dann die Situationen, wo du natürlich kein Klopapier dabei hast. Hast du noch Blätter Bist genommen oder irgendwas? Ja, ohne Scheiß. Also da mussten dann Blätter? Blätter herhalten. Wow. Dann bin ich dann halt wieder zurück nach Hause gegangen, hab mir nur meinen Pulli dann so. Und bin dann wirklich so nach Hause gegangen, weißt du das? Ups. Ja, ich erzähle sowas jetzt wieder, Entschuldigung, ich kenne da nichts mehr, sowas nicht peinlich. Nee, ist doch auch richtig, dir soll sowas nicht peinlich sein. Scham ist ein Gefühl, das nicht sein sollte. Ja. Ich habe noch nie einen Filmriss gehabt. Einen. Ja, es zählen auch 2 oder 3, Fiona. Ich hatte schon alle. Ich habe noch nie Geschlechtsverkehr gehabt, während ein Haustier dabei war. Oh, wenn man Haustiere hat, dann sind die immer dabei. Ein Hund kommen die aufpassen. Um die Ecke oder dann hörst du die oder dann bellen die, wenn es gerade halt voll unpassend ist. Also das ist also gerade, wenn man einen Hund hat, keine Ahnung, wenn es zu wild wird, dann bellen Hunde ja auch schon mal, weil die dann denken, es wird gespielt, es wird gerangelt, boah, da muss ich jetzt mitmachen oder so. Also, ich glaube auch. Ich bin noch nie eingeschlafen, wo es eigentlich unangebracht war. Mhm. Ich bin einmal. Einmal erst? Ich bin einmal beim Geschlechtsverkehr eingeschlafen. Ich auch. Aber ich finde, da kann ich ganz wenig zu, weil das war so, es war halt eine Person, mit der ich mal zusammen war, die mochte es halt sehr, dass ich so löffelchenmäßig hinter ihr gelegen das habe und sie wollte nicht, dass ich mich bewege. Sie hat gesagt, ich bewege mich, du machst gar nichts. Und ich lag dann halt so und es war halt so, ey, ich habe echt wenig gepennt so in der Nacht davor und es war halt so, ich habe sehr wenig Schlaf gehabt. Und dann liegst du da halt so und sie bewegt sich halt. Und ich bin halt so weggenickt und irgendwann so, wir sind ja noch dabei, alles klar, cool. So, also ich bin halt schon ein bisschen weggenickt. Wie war es bei dir? Also ich kannte da mal jemanden, mit dem ich was länger mich gut kannte und bei dem ist mir das tatsächlich öfter passiert. In welcher Position? Ja, in Missionar fällt's auf, in Doggy kannst du nicht einschlafen. Nee, aus, aber auch diese Löffelchenkiste ist das, glaube ich, immer gewesen. Also so echt, dass man dann immer langsamer wird und irgendwann machst du so die Augen zu und irgendwann... Ja, ich weiß gar nicht, wieso man dann immer langsamer wird, wenn man aber einschläft. Ich habe noch nie Gemüse beim Sex benutzt. Doch. Doch, da fällt mir was ein. Und zwar war das voll die blöde Idee. Also wenn ihr das macht, dann holt das Zeug lang genug vorher aus dem Kühlschrank, weil das Kalte tut voll weh. Ich stimme dem zu, was Fiona sagt. Ich habe noch nie meinen Partner angefurzt, absichtlich oder unabsichtlich. Höchstens im Schlaf, wenn ich mit dem Rücken zu der Person liege. Echt? Dann kann das ja passieren. Nicht mit Absicht? Nein, mit Absicht, nein. Ey, ich das bin, ist so. Ohne Scheiß, in Beziehung bin ich so, dass ich nicht vorm Partner pupse. Also wenn ich es vermeiden kann, pupse ich nicht vom Partner. Oh, und man kann es ja immer dann vermeiden. Dann hat man doch immer Bauchschmerzen. Das Nö, ist doch so ich kann schön. Doch dann... Nein. Du kannst dann rausgehen, du kannst kurz so... Ach, ich gehe mal kurz pissen. Und dann pupst du da. Ja, und dann kommst du wieder. Furzt du auf dem Klo voll laut und dann halt... Nein. Du kannst nämlich, wenn du deine Arschbacke so ziehst, dann ist das nicht laut. Dann macht das so... Das ist der Shit. Ich kann dir eine Yoga-Position dafür finden. Brauch ich gar nicht. Flatulenzen ich zieh zeigen. Eine Arschbacke und es macht nur noch ohne Witz. Leute, kennt ihr den Trick? Ich habe noch nie Geschlechtsverkehr mit meinem Ex-Partner gehabt. Oh. Ja, also da habe ich so eine lange Serie von so On-and-Off-Geschichten. So. Vor allem meine erste Beziehung, das war so eine ewig lange On-and-Off-Kiste, dass man nicht voneinander loskam, aber auch nicht miteinander konnte. Ich habe einmal mit einer Person geschlafen, wir waren Jahre zusammen und dann haben wir Schluss gemacht. Und an dem Tag, wo wir Schluss gemacht haben, haben wir nochmal miteinander geschlafen, weil uns bewusst war, dass wir das sehr gut miteinander konnten. Ah, okay. Und dann gesagt haben, okay, noch ein letztes Mal das abfeiern, weil es schon sehr gut war. Krass, immer. Ja. Wir waren so total heartbroken und haben gesagt, trotzdem muss noch einmal Geschlechtsverkehr sein. Och, ja, das ist aber schon... Es hat emotional nicht gut getan, aber ich glaube, wir waren beide in dem Augenblick so in dem Modus, boah, es ist echt schade, nicht nie wieder miteinander zu schlafen. Haben wir sehr abgefeiert immer. Ich habe noch nie ohne Unterwäsche das Haus verlassen.
Ja, also das ist jetzt auch so, als wäre das jetzt so ein Drama. Ja, also, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe noch nie beim Duschen gepinkelt, können wir übers Springen. Jeder von euch hat schon beim Duschen gepinkelt. Ja, ich bin auch. Ich pinkel immer, gerne beim Duschen. Weil man da immer eine Ladung Klowasser spült. Genau. Bad, sorry. So. Ja, richtig, das, was du meinst, ja. Ich habe noch nie beim Sex gedacht, wann ist es endlich vorbei. Nee, habe ich noch nicht gedacht. Ja, doch, bestimmt schon. Ja? Aber das muss ja schon schade sein. Hast dich eingesaut? Mhm. Auf der dunklen Jeans sieht man es nicht. Wäre das jetzt aufs Top, dann wäre das was anderes. Aber da sieht man es nicht. Muss ich die Hose wohl jetzt ausziehen? Die ist ja jetzt dreckig.